Jetzt haben wir drei Dinge gesehen, wie Bankdrücken nicht funktioniert. Und wie Bankdrücken richtig geht, seht ihr, wenn das Licht angeht. Wie bei allen Übungen brauchen wir auch im Bankdrücken ein festes Setup. Und da gehen wir jetzt mal rein. Und zwar mit den Füßen fangen wir an. Wichtig dabei ist, dass ihr die Füße bei der Übung fester auf dem Boden halten könnt. Wir wollen Stabilität haben. Und wenn ihr die Füße nicht gut auf den Boden bekommt, Martin, stell dir mal vor, du hast kürzere Beine. So zum Beispiel. Das ist nicht stabil. Solltet ihr zu den Menschen gehören, die die Füße nicht auf den Boden bekommen bei der Bank, legt euch Platten oder sowas drunter, bis ihr einen stabilen, festen Stand auf dem Boden habt. Das ist der Einstieg in die Übung. Als nächstes folgt die richtige Griffbreitenwahl. Wichtig fürs Bankdrücken ist, dass ihr während der Bewegung den Unterarm immer senkrecht zum Boden stehen habt und die Hand bestenfalls über dem Ellenbogen ist. Wir zeigen es an Martin mal vor. Martin nimmt mal den Arm hoch. Ich glaube, einer reicht. Nimmt mal den rechten Arm nach oben. So. Wenn der Martin sehr eng greift, in dem Beispiel können wir jetzt sehen, er hat circa schulterbreit gegriffen. Und die Regel ist, Hand bleibt über Ellenbogen, Ellenbogen ist senkrecht zum Boden. Dann ist der Punkt, wo die Stange ihn berühren wird, halt sehr tief. Jetzt sind wir schon fast im Bereich von Solarplexus, deutlich unterm Solarplexus, im Bereich der Bauchmuskulatur. Wenn der Martin sehr breit oder breiter greifen würde, immer noch senkrecht, Hand über Ellenbogen, dann wird die Stange ihn jetzt hier oben auf Schulterlinie berühren. Also ganz wichtig ist, Unterarm senkrecht zum Boden, Hand über Ellenbogen. Und wir empfehlen, die Griffbreite so zu wählen, dass die Stange ungefähr im unteren Bereich der Brust euch berühren wird. Der Unterschied der muskulären Belastung ist leicht zu erklären. Je enger ihr greift, je mehr Trizepsanteil, je breiter ihr greift, je mehr Brustanteil. Wir empfehlen die Mitte, also eine Mischung aus Trizeps, Brust und Sicherheit für die Schultermuskulatur. Bevor wir jetzt an die Stange gehen, reden wir erstmal im Stehen drüber, was die Schulter machen müssen. Das kann man jetzt besser verdeutlichen. Und zwar, Martin dreht sich mal seitlich. Ihr seht Martins Schulterblätter nicht. Deswegen lege ich meine Hände mal da drauf. Da sind sie, dass ihr sie sehen könnt. Was ihr machen sollt ist, ihr zieht die Schultern hinten zusammen. So, deutlich zu sehen, glaube ich, hoffe ich mal. Und jetzt, wir bleiben zusammen, versucht ihr die Schulterblätter, dieses Ding, gefühlt in die Gesäßtaschen zu stecken. Also Hände gehen wieder drauf. Martin, jetzt nochmal runter in die Gesäßtaschen damit. Sehr gut. Jetzt haben wir eine sogenannte Retraktion und Depression. Und wenn ihr jetzt auf Martins Rücken mal schaut hier, jetzt sehen wir, er hat ein Hohlkreuz dabei. Was wir nicht gesagt haben ist, macht ein Hohlkreuz, sondern ihr sollt, wir bauen es nochmal kurz auf, Schultern zusammenziehen und hinten runter Richtung Gesäßtasche stecken. Dass wir praktisch Schulterblätter und Gesäßtasche aufeinander zubewegen. Das führt dazu, dass ihr dieses Hohlkreuz macht. Und das führt dazu, dass ihr komplett eine feste Einheit seid. Da bewegt sich gar nichts mehr. Wir haben eine sichere Position für die Schulter. Und daraus wird gearbeitet. So, und jetzt gehen wir in die Stange. Martin kennt bereits seine Griffbreite. Martin, greif mal bitte das Ding an. Jetzt kommen wir zu der Schwierigkeit. Schultern sollen hinten zusammengezogen werden. Das fällt sehr schwer, wenn man auf seinen Schultern liegt. Deswegen der Tipp von uns. Ihr startet damit, dass ihr einen leichten Klimmzug zur Stange hoch macht. Dadurch zieht ihr automatisch Schultern hinten zusammen, haltet diese Spannung und legt das dann wieder leicht vor der Stange ab. Dann kriegt ihr automatisch Schultern schön unter euch gezogen. Jetzt kommt der nächste Schritt. Das Ding nehmen wir raus. Martin einmal rausnehmen, haltet es über euch. Füße stehen fester auf dem Boden und wir versuchen jetzt noch die Knie weit auseinander zu machen. Das verstärkt die Spannung im unteren Rücken. Und jetzt ist der Punkt, wo ich erstmal auf die Schulterblätter konzentriert. Wir haben sie zusammengezogen, jetzt wollen wir sie runterziehen Richtung Gesäß. Martin, zieh sie schön runter Richtung Gesäß. Super, jetzt kommt mal schön sehen, wie das Hohlkreuz verstärkt wurde, weil er die Schultern runtergezogen hat. Setup steht, Martin senkt das Ding langsam ab. Ellenbogen ist perfekt unter der Hand, Unterarm ist senkrecht zum Boden und drückt es wieder hoch. Sauber. Und wieder runter. Jetzt kann man auch schön hoffentlich in der seitlichen Aufnahme sehen, dass die Stange, kommen wir mal hoch, nicht gerade und linig läuft. Sie geht schräg nach vorne und wieder hoch. Es ist keine gerade Linie, die abwärts läuft, sondern von über den Schultern, wo es Martin am besten halten kann, bis zu dem Punkt, wo er treffen muss, um den Unterarm senkrecht zum Boden zu halten. Wenn ihr fertig seid mit der Wiederholung, mit gestreckten Armen das Ding einfach nach hinten wieder gegen das Rib und absetzen. Und das ist der letzte Punkt, den ihr beachten müsst. Wie hoch stellt ihr da einen Rig ein, wenn ihr einen Rig habt? Sodass ihr mit der letzten Wiederholung mit gestreckten Armen das Ding einfach nach hinten donnern könnt, gegen das Metall kommt und dann wieder absenkt. Weil wir wollen nicht nach einer absolut schweren Wiederholung, wenn der Muskel eh nichts mehr kann, dann noch anfangen zu zirkeln, um das Ding ordentlich reinzubekommen. Also die passende Hookhöhe ist die, dass ihr nach der letzten Wiederholung mit gestreckten Armen einfach nach hinten und absenken. Das Ding geht sicher wieder drin für die nächste Wiederholung. So, auch wenn ihr jetzt denkt, es sind verdammt viele Dinge zu beachten, das ist gar nicht so kompliziert. Wichtig dabei ist, macht euch dieses Setup einfach zu einer Routine und behaltet das Setup dringend bei. Und dann ist jede Wiederholung wirklich leicht zu machen. Was ihr auf keinen Fall tun solltet, ist versuchen, auf die Form des Bankdrückens
zu verzichten oder auf Deutsch gesagt darauf zu scheißen, Hauptsache das Gewicht wieder hochzubekommen, weil dann geht ihr im Bereich, wo Bankdrücken ungesund wird. Haltet das Setup, haltet euch an die Regeln und das Bankdrücken wird euch richtig Spaß machen und ordentlich vorwärts bringen. Viel Spaß im Training. Immer noch da? Gebt uns ein Like, Kanal abonnieren und die App geht zum App Store.